Augen auf und Hirn zu. Hier sind wieder Brainless Play. Ich bin hier mit Ferner Valley. Und ich mit Saffron. Und wir spielen einen neuen Tag Pineview Drive. Hoffentlich wird's dieses Mal interessanter. Genau. Ah, lass uns doch mal den Garten erkunden, wenn schon mal Tag ist. Genau, solange jetzt noch Tag ist, rennen wir raus in den Garten. Und spielen ein wenig mit der Schaukel. Genau. Haben wir eigentlich zuletzt noch einen Schlüssel gekriegt? Nein, aber ich werde in das Zimmer dann auch gleich nochmal reingehen. Ja, wir sollten sowieso noch mal ein bisschen unterhalten. Aber solange noch ein bisschen Tageslicht da ist, möchte ich mir jetzt hier draußen umgucken. Ja, da geht das Ganze nämlich viel besser. Der Garten ist ein bisschen verkommen, aber er hätte wirklich Potenzial. Mit einem grünen Daumen könnte man hier viel machen. Ja, man sollte sich hier echt mal tagsüber umschauen. Dann hätte man rechts, diese Schaukel auch schon lang gesehen. Ja, rechts ist da nicht das Tor noch irgendwo? Rechts, weiter rechts. Ja, da vorne kommt's. Ach so, ja. Orientierung habe ich wieder komplett verloren. Okay, auf der Schaukel war aber nichts. Wir haben inzwischen Schlüssel gefunden. Die Frau, die eine Schlange wirkt. Wir haben wieder einen Schlüssel, den wir noch nicht wissen, wo der hinkommt. Da geht schon der Mond auf und es wird dunkel. Ah, versuch mal schnell die Hintertür und den... Ich hasse die Vogel. Die Vogelscheuche ist da echt was, was... Ich finde sie toll. Ich will auch so eine. Genuinely creepy. Allerdings hätte ich vermutet, wenn dort eine Vogelscheuche steht, dass hier irgendwo... Schau dir mal die von hinten an. Kein Kreuz oder so, das irgendwie ein Grab verbirgt. Das wäre nämlich ganz cool eigentlich. Eigentlich eine coole Idee. Naja, gucken wir mal, mit was für eigenen Ideen Pineview an Tag 3. Normalerweise stellst du dir den Vogelscheuche nicht einfach so hin. Oh, guck mal, Batterien, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. Aber die Vogelscheuche sieht auch aus, als wäre sie mehr als nur eine Vogelscheuche. Ja. Da waren... Oh, Batterien. Okay. Und damit... Ist die Nacht schon wieder da. Ja. Mann. Lass uns mal schneller machen. Ich renne ins Haus. Ah, ist ein Baum. Ich dachte, da hängt ein Seil vom Ast runter. Gut, wir haben noch ein neues Zimmer, das wir jetzt erkunden können. Vielleicht öffnet uns das ja ein paar Wege in weiter... Wir haben auf jeden Fall einen neuen Schlüssel. Und der sollte uns irgendwo was öffnen. Ja. Und wir haben einen Schlüssel, irgendeinen schon ewig lang, den wir nicht benutzen. Ja. Außerdem will ich wieder ins Haus. Du hast vergessen, die Lichter anzumachen, aber naja. Ja, da war es ja auch noch nicht. Und die Glocke schlägt schon wieder. So. Whom the bells may toll. So, das neue Zimmer war... Oben rechts. Oben. Ganz hinten, glaube ich. Okay, dann hören wir jetzt auch mal mit dem Rennen auf. Da das Spiel das ja anscheinend als Panikreaktion wertet. Hier auch mal Licht wieder anmachen. Ja. Hopp. Ich freue mich ja darauf, denn ich bin mir 100... Nee, dann war es eine Tür weiter vorne. Prozentig ja, sicher. Ja, das war die Tür. Nein. Oh, dann war es unten. Verdammt. Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann... Das ist bloß die Abstellkammer. Genau. Wir sollten das Strom ausfällt und wir nur noch mit Kerzen und... Flashlight. Taschenlampe. Taschenlampe, dankeschön. Arbeiten können. Ja, jedenfalls, wir haben off-cam uns ein paar Gedanken gemacht. Hey, haben wir schon wieder 10 Streichhölzer? Ja. Gedanken gemacht, was für Mechaniken denn noch kommen können. Genau. So eine Verfolgung schließen wir eigentlich eher aus, weil hier alles sehr geradlinig ist. Ja. Die zweite Tür ist es. Vor allem gibt es auch wenig Versteckmöglichkeiten, es gibt auch keine wirkliche Versteckmechanik. Ja, irgendwie, man kann nicht crouchen. Und sonst was, mach nicht. Ah, Taschenlampe. Genau, hier waren ja Zündhölzer. Ja, und hier ging es weiter. Genau, hier der Shakespeare-Schreibtisch. Was liegt denn da noch auf dem Tisch rum? Was ist in der Schublade? Da könnte was drin sein. Ist da hinter dem Vorhang noch was? Nein. Hm. Wir wissen ja jetzt, dass wir uns hier überall... Ah, das sieht nach Taschenlampen, Lampen, Batterien aus. Aufs dahinter ist die andere. Pipifax genaueste umgucken müssen. Ja. So, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Wir müssen nochmal alle verschlossenen Türen probieren. Haben wir hier einen Schlüssel gefunden? Klar, wir haben wieder zwei. Stimmt. Also. Ich weiß zwar nicht mehr wirklich wo, aber wir haben wieder zwei Schlüssel.
Da drin. Nein, da war keine zweite Tür, genau. Das heißt, wir müssten hier unten links eigentlich schon alles abgeschlossen haben. Oh, die Augen bewegen sich wieder, ich hab's gehört. Ja. Gut. Ah. War das hier? Nee. Da kennen wir uns schon aus, da gucken wir nochmal rein. Da ja. Warum benutzt du schon wieder das die Taschenlampe? Geht schneller. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist aber nicht gut. So viel Batterien, die werden auf 30 Tage ganz schön eng. Hier hatten wir noch eine verschlossene Tür? Nein. Ah. Im Garten konnten wir auch nichts Neues öffnen, aber ich weiß noch, wo eine geschlossene Schatulle rumstand, die sich vielleicht auf magische Art und Weise geöffnet hatte. Auf einem Stuhl stand. Ja, genau, oben in der Abstellkammer. Wir sollten langsam wirklich Namen für die Räume finden, das wäre vielleicht hilfreich. Also hier die Anderthalbhänder, die könnten uns mal auf den Kopf fallen. Ja, aber die sehen auch nicht so beweglich aus, die sehen eher aus wie fest montiert an der Wand. Also programmiertechnisch. War hier noch irgendwas Interessantes? Nee, aber die Glaseffekte sind ein kleines bisschen komisch, wenn es da so ist. Ja, die. Warum hat diese. Der, was? Ah, das ist echt cool, diese Glaseffekte. Ja, das ist ein bisschen off, aber. Besser als die unten bei der Vase, die so ein bisschen zu langsam sind. Was hat es wohl mit diesem Bild von der Baumallee in dem Bücherzimmer unten auf sich? Danke, dass ich den Tipp dieses Mal früher krieg. Aber wir haben gar noch nicht alle Türen ausprobiert. Nein, aber danke. Okay, das Spiel hat gemerkt, dass wir vollkommene Noobs sind. Und nicht wissen, wo wir hin müssen. Ja, jetzt aber mal ehrlich, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Bücherzimmer. Das ist da, wo der Sortiergeist gewütet hat. Ja, ich denke, ich hoffe. Aber das haben wir uns doch schon. Das habe ich mir doch ganz genau angeschaut. Oh, da hat schon wieder was gepfft. Da hat wieder jemand gepfft. Und wir haben wieder durchgeatmet, weil du tatsächlich ein bisschen gezuckt hast. Ein bisschen, genau. Das ist das Bücherzimmer und hier die Baumallee. Ach ja, genau, da gab's ja was hier. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Ganz genau, weil es mich schon mal interessiert hat. Aber es hat gerade geflasht. Ja. Oh, ja, die Tür ist weg. Na, danke. Das heißt, wir müssen hier irgendwas tun. Oben rechts, oben links, links, links. Ach nee, da war bloß ein Schatten, der sich irgendwie komisch verhalten hat. Könntest du hier irgendwas anzünden? Mach mal das Licht aus. Ja, das war meine. Oh, hallo! Heilige Scheiße! Alter, du bist zusammengezuckt. Ja, aber sowas. Das war doch so offensichtlich. Kleiner Tipp: Tu die Hand von der Maus in diesem Spiel. Nein, es hat uns auch nicht viel Leben gekostet, aber danke für den Schlüssel. Und wieder testen. Aber das Spiel schenkt uns jetzt auch. Nein, da waren wir schon. Aber hinter uns links geht's auch nicht weit. Nein, da ist noch eine verschlossene. Ja. Da rechts, welches Zimmer ist das? Das ist das Stapelzimmer, wo sich die Möbel gestapelt haben. Da, ich würde sagen, das ist noch sowas eine verschlossene Tür. Zimmer. Also das wäre mein Name dafür. Oder das Salon oder sowas. Das hier ist das Jagdzimmer. Okay, im Jagdzimmer geht's noch nicht weiter. Wir haben weder ein Bad noch eine Küche gefunden, aber die müssen ja nicht unbedingt in dem Hauptteil des Gebäudes sein, wo man tatsächlich lebt. War das Bild schon immer hier Maria mit Jesus? Ach, keine Ahnung. Ist draußen auf einmal hell? Nee, es waren bloß. Ja, die Pflanzen phosphorisieren so wunderschön. Ja. Oh, eine Fledermaus. Ja, und ich bin gezuckt. Aber es hat sich nicht getan auf die Maus. Oh, da geht's weiter. Und ich glaube, ich nenne dieses Zimmer. Das Geigenzimmer, Musizierzimmer. Nee, stimmt, das ist echt das Musikzimmer. Ja, das mit dem. Das. Hallo, Beethoven. Da ist ein Beethoven, da sind jede Menge Instrumente, da ist Licht. Okay, das heißt, wir werden uns das merken. Ui, das ist keine Geigenmusik. Was ist da rechts? Hier sind Streichhölzer. Da dürfen wir wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Lass mal die Streichhölzer in Zukunft liegen. Ein Schlüssel. Wir kriegen immer bloß ein Streichholz, wenn wir nicht mehr haben. Wie schon im letzten Part erwähnt. Die wunderbare Findelschlüssel. Hallo, Lady. Das ist nicht so schlimm, aber du bist wenigstens, hast du dich jetzt gerade gar nicht bewegt, als hier irgendein Sound war. Ja. Das hier ist. Keine Ahnung. Haben wir hier oben noch verschlossene Räume? Ganz rechts hinten? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja. Ah, das klingt Hallo. So, als wäre hier was. Ah, das Pflanzenzimmer. Ich würde es Pflanzenzimmer taufen. Aber wie man halt drauf kommen sollte, dass man in diesem Raum auf einmal das Alleebild anstarren sollte. Oh, guck mal, die Pflanze wird gut gepflegt. Hast du geblinkt? Ja, doch. Das war ein Fehler. Irgendwas unter der Treppe? Wir kommen zumindest nicht hin. Aber es geht schon mal weiter hoch. Machen wir mal ein bisschen Licht. Ah, wie unnötig. Ah, jetzt sind wir. Ah, Moment. Hier. Ja, jetzt sind wir hier unterm Dach. Mach das Licht aus. Oh, an. Und da liegt eine Notiz, der Tag ist vorbei. Yay! Dieser Part ist deutlich kürzer. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Zumindest glaube ich, dass der Tag jetzt endet. Ja. Oder? Gut. Gut. Dann hat dieser Part jetzt ein bisschen kürzer. Ja, wir sind schneller vorangekommen, das ist doch schon mal gut. Ja. Gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, einen Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Pineview Drive spielen. Bis dahin. Tschüss. Ah, ein Raven gibt's hier. Raven, also doch Raven hier. Finde ich gut. Ich will dich nicht töten. Naja, ist Bodenflug. Ja. Wie war's mit Konfusion? Wirklich. Die Kinder haben sich gerade geopfert. Um jemanden bei lebendigem Leib zu verbrennen. Und da standen wir eigentlich gerade noch. Naja.